Stelle sprechen wir über das Thema erste Wolken am US-Arbeitsmarkt. Letzte Woche Freitag gab es ja wieder die sogenannten Non-Farm Payrolls, die NFP-Daten. Die haben wir ja hier auf Tickmill mit dem Herrn Klatt zusammen einmal etwas näher angeschaut, Trade-Vorbereitung gemacht. Es gab grundsätzliche Informationen um dieses Thema drumherum und ich möchte heute mit Ihnen zusammen einmal die Gelegenheit nutzen, diesen Arbeitsmarktbericht einmal genauer anzuschauen, weil viele von den Leuten, die ich kenne, die schauen zwar auf diese NFP-Zahlen, also beziehungsweise die wissen, es kommt an dem Freitag um 14 Uhr oder 14:30 Uhr war es, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber um diese Marke herum spielt ja keine Rolle, es ist Vergangenheit. Wir gucken dann wieder in die Kalender, wann die nächsten kommen. Die gibt es ja einmal im Monat. Hier ist halt der Fakt, die kommen da. Da muss man auf den Index gucken. Da kann ein bisschen was passieren. Wenn sie besser ausfallen als erwartet, kann es zu Kurssteigerungen oder Kursverlusten kommen. Fallen sie schlechter aus als erwartet, kann es auch zu Kurssteigerungen oder Kursverlusten kommen. Das heißt, rundherum, man weiß einfach um die Eröffnungs- oder um die Veröffentlichungszeiten dieser Daten eigentlich nichts. Ja? Sie wissen nur, die Daten kommen. Und wenn die Daten da sind, wissen sie auch nicht, was passiert, weil der Markt preist die vorher ein, dann beginnt er vielleicht mit einer Auspreisung oder es ist so toll, dass der Markt wieder steigt. Richtig gute Arbeitsmarktdaten hätten dann dazu führen können, dass die Zinsen vielleicht doch deutlicher ansteigen. Das hätte zu Kursverlusten führen können. So ist es zu Kursgewinnen gekommen. Die Arbeitsmarktdaten sind leicht besser gewesen, als es erwartet ist. Das heißt, um diese Daten herum, man weiß nicht wirklich, was der Markt spielt. Das heißt, man wartet die Nachrichten ab, wartet ab, wie die erste Reaktion vom Markt ist und kann dann entsprechend hier in den Markt auch hineingehen. Das war letzte Woche Freitag der Punkt. Das können wir uns auch mal ganz kurz anschauen hier in diesem Bereich. Aber vorher noch kurz hier zum Risikohinweis. Der gehört hier an dieser Stelle auch dazu. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das heißt, Sie riskieren auch hier, wenn Sie das Traden machen, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das ist verpflichtend. Deshalb an dieser Stelle auch noch mal den Risikohinweis. Und hier noch die Agenda, bevor wir uns ins Thema reinstürzen. Wir schauen einfach mal, wie Sie mit diesen NFP-Daten arbeiten können, was Sie daraus lesen können und gucken uns mal die aktuellen Fakten an. Und hier möchte ich jetzt mal, bevor wir in die Agenda einsteigen, einfach noch mal kurz reingehen mit Ihnen in die Charts hinein. Wir hatten hier zum Beispiel den S&P 500 in der letzten Woche. Letzte Woche Freitag war das gewesen. Da hatten wir hier diesen, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, dass wir die Kerze mal raussuchen. Hoppala, jetzt muss ich mal kurz gucken, wann war der Freitag letzte Woche? Hier, das hier war der Freitag letzte Woche, das war der 6. Da gab es diesen Schub. Das heißt, am Donnerstag sind wir hier unten gewesen an diesem Bereich und da gab es dann diesen Schub. Das heißt, der Markt hat hier im Vorfeld, ich glaube, so weit kommen wir jetzt im Stundenchart gar nicht noch zurück. Wir gucken mal ganz kurz, kommen wir auf den 6. zurück. Jo, hier haben wir den 6. um 15 Uhr. Schauen Sie hier, 14:30 Uhr. Hier lief der Markt nochmal nach unten am Tag zuvor und dann hat er direkt nach den Zahlen doch stark eröffnet. Das heißt, wir hatten hier um diese Veröffentlichung dieser Zahlen herum dann auch direkt mit Börsenöffnung doch einiges an Volatilität. Wenn Sie sich mal diese Kerze hier anschauen, ich mache mal kurz den Cursor aus, damit wir es besser sehen können. So, da gehen wir mal hier rauf. Wir hatten hier doch deutliche Volatilität in dieser Stunde und das ist diese Unsicherheit kurzfristigerweise immer im Vorfeld. Aber danach hat sich der Markt gefangen und ist einfach sehr, sehr schön nach oben gelaufen. Das heißt, schauen Sie sich mal an, was hier entsprechend auch passiert ist. Der Markt hat wirklich diese Daten extrem positiv aufgenommen. Das heißt, egal was bei den NFPs bei rausgekommen ist, wenn Sie sowas sehen, der Markt fängt sich dann und bildet die Richtung nach oben. Das ist dann das Schöne, was Sie antizipieren können. Und da kommt es halt darauf an, was Sie als Händler wollen. Die Entscheidung ist hier einfach zu sagen, okay, wollen Sie in diesem hohen volatilen Markt sich ein kleines Stückchen rausschneiden, dann müssen Sie natürlich direkt auch eng am Markt sitzen und die kleinsten Zeiteinheiten anschauen. Wenn Sie aber allerdings sagen, boah, ja, Mai, ich habe überhaupt keine Nerven oder keine Zeit, diese kleinen Zeiteinheiten zu traden, ja, dann können Sie das Ganze auch nach oben traden. Das heißt, Sie haben hier auch die Möglichkeit, über die stark folgende Bewegung auch ordentlich Geld zu verdienen im Trading. Darum geht es ja im Trading, dass das Ganze, was Sie hier machen, zu Ihrem Zeitrahmen passt, ne? Also wer diese kurzfristige Vola nutzen möchte, traumhaft, kann man machen, funktioniert. Wer aber nicht von kurzfristiger Volatilität, sondern von der danach folgenden Dynamik profitieren möchte, der kann halt nicht über die Preise hier im kleinen Bereich, sondern über die Zeit seine Trades positionieren. Und da ist ja auch einiges nach oben gekommen, ne? Schauen Sie sich mal an hier. Dieser Trendverlauf, der hat ja erst geendet hier oben.
Nachdem die Marke von 2785 unterschritten wurde, da unten sind wir rausgekommen. Da wäre dieser Trend hier nach oben, dieser Bewegungstrend, total im Eimer gewesen. Das heißt, wer hier unten in den Kleinstzeiteinheiten reingestiegen ist, seine Position eröffnet hat oder von mir aus auch sich sagt, okay, hier in diesem Bereich, da setzt sich dieser Aufwärtstrend, den wir hier gebildet haben, fort. Schauen Sie sich mal an, was Sie hier an Strecke mitnehmen konnten, ne? Von hier bis hierhin. Konnten Sie problemlos reingehen. Das heißt, bis hier hoch, hier unten wären Sie ausgestoppt geworden. Schauen Sie sich mal diese Strecke an, die hier gekommen ist. Und da ist halt immer die Frage, wie Ihre Trading-Entscheidung ist. Das heißt, hier im kurzfristigen Bereich, ohne Probleme, gutes Geld zu verdienen, spreche ich nichts dagegen. Wer das allerdings nicht kann, aus Zeitgründen oder was auch immer, der hat natürlich nach oben hin über die Zeit die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das ist das, was ich meine, dass Sie sich nach dem Markt richten und das, was der Markt macht, entsprechend hier auch mitspielen. Und genau diese Punkte brauchen wir als Händler ja, um entsprechend an den Märkten zu agieren. Und das sind dann die Bewegungen, die nach solchen Nachrichten kommen. So, und damit genug der Vorrede aus dem Chat heraus. Jetzt schauen wir einfach mal dran, wie wir mit solchen Daten nutzen können. Diese Daten gibt es ja auch bei uns in Deutschland, die werden auch regelmäßig veröffentlicht, veröffentlicht sozusagen diese Arbeitsmarktdaten. Das heißt, hier schauen wir mal rein. Wir nehmen jetzt die NFPs und gucken sie uns mal an. Das heißt, hier das Thema, wie kann man denn damit arbeiten? Arbeit heißt, was das Wort auch sagt, es ist Arbeit. Und wer sich diese Arbeit machen möchte, der kann sich das Ganze anschauen und auch mittelfristig davon profitieren. Das heißt hier, es gibt eine Website im US-Bereich. Hier habe ich die mal abgegliedert. Das heißt, wer möchte, kann sich das Ganze auch anschauen. Hier steht das Ganze mit drinnen. Machen Sie sich mal, wenn Sie das wollen, einen Bildschirmausschnitt. Beziehungsweise ich kann diese Adresse ja mal ganz kurz auch posten. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Kleinen Augenblick, das muss ich hier drüben machen. Dann poste ich das einfach mal kurz im Chat. Mal gucken, ob ich das kann. Ah, tata, es hat funktioniert. Ich habe das Ganze jetzt mal hier im Chat gepostet. Also das heißt, wer sich das Ganze anschauen möchte, auf dieser Website gibt es die entsprechenden Nachrichten. Und hier auf dieser Website gibt es dann sozusagen, ich mache das mal für Sie kurz hier oben rein. Zack, so. Gibt es entsprechend hier. Zu jedem Veröffentlichungszeitpunkt gibt es hier diese Nachrichten. Das heißt, es wird hier alles schön geschrieben und unter diesem ganzen Fließtext, da gibt es Tabellen. Und die Tabelle, die wir hier brauchen, die uns interessiert, ist sozusagen die Tabelle B1. Also hier unten diese Tabelle, die ist dann interessant. Und das ist diese Tabelle, die schauen wir uns jetzt nicht komplett an, aber in gewissen Teilen schauen wir uns die dann schon an. Und das sind die Nachrichten, die Sie quasi auf dieser Website hier entsprechend finden. So, das ist das eine. Die Frage, die sich daraus jetzt stellt, ist natürlich, was kann man denn als Händler damit anfangen? Im kurzfristigen Bereich sicherlich nicht ganz so viel wie im mittelfristigen Bereich. Das heißt hier, wir haben, wenn wir das Ganze auch beobachten, eine Auswertung unter wirtschaftlichem Bezug, die wir hier machen können. Und das lässt mögliche Zukunftsplanungen vor. In einem meiner Seminare habe ich das mal mit den Teilnehmern dort gesprochen. Das war ein Seminar, wo es um den langfristigen Vermögensaufbau auch geht und zu sagen, wann kann man denn wie agieren. Und im langfristigen Bereich gibt es ja immer wieder so wichtige Dreh- und Angelpunkte. Und diese Dreh- und Angelpunkte sind im Extrembereichen immer die, wenn die Wirtschaft extrem gut läuft und wir eine nahezu Vollbeschäftigung haben. Das sind Bereiche, wo man merken kann, okay, irgendwann fängt da oben der Markt an, erste Bremsspuren zu hinterlassen. Das ist die eine, das ist das obere Extrem. Und das zweite ist das untere Extrem. Das heißt, wir haben hier eine Zeit mit hoher Arbeitslosigkeit, möglicherweise auch einer depressiven Wirtschaft. Und das ist dann der untere Bereich. Und da wäre es dann so, wenn die Beschäftigung wieder nach oben ansteigt, dann sieht man das. Das heißt, wir haben hier zwei Extrempunkte. Und wir befinden uns jetzt, wenn wir uns die Wirtschaft mal anschauen, wir befinden uns in den USA bei einem extrem niedrigen Arbeitsmarktbereich oder Arbeitslosenbereich. Das heißt, wir befinden uns schon in einer lange laufenden positiven Wirtschaft. Das heißt, wir sind schon obendran angeeckt. Und hier gibt es mittlerweile erste Bremsspuren, wo man sagen kann, ulala, da müssen wir doch mal hingucken, wie sich das mittelfristig auch entwickelt. Die Gegenseite kommt dann, wenn wir irgendwann mal weitergelaufen sind. Das heißt, wenn die Wirtschaft nach unten sich abgekühlt hat, dann kommt die Gegenseite. Vielleicht unterhalten wir uns in ein, zwei Jahren mal über diese Gegenseite hier an dieser Stelle im Live-Webinar. Das müssen wir mal schauen. Und wann das soweit ist, aber auf alle Fälle gibt es da diese beiden entsprechenden Extreme, die wir hier haben. Und da liest man im Endeffekt
aus diesen Werten heraus die entsprechende Veränderung in dieser Tabelle. Also wenn wir uns diese Tabelle mal anschauen, man kann hier entsprechend auch Veränderungen sehen, weil wir haben ja immer hier die Daten vom Juni 2017, die Daten vom Juni 2018. Also das ist ja alles immer auch schön gegenübergestellt. Das heißt, wer das Research hier auch betreiben möchte, kann diese Daten auch sehr, sehr schön zum Vergleich nehmen. Und diese Werte, die zeigen uns drei Dinge. Es gibt entweder eine stabile Phase, wo alles schön stabil läuft. Das ist das eine. Das ist also positiv auch für die Wirtschaft, weil der Wirtschaftsfluss bleibt weiter erhalten. Wir haben zwar in manchen Fällen dann keine massiven Wachstumsschübe mehr, aber es bleibt alles relativ stabil. Es kann sein, dass wir hier Verbesserungen sehen. Das wäre natürlich positiv, wenn sich Verbesserungen einstellen, weil das ist gut für die Wirtschaftswachstum, weil dann haben der Privathaushalt hat mehr Geld zur Verfügung. Dieses Geld wird ausgegeben, es wird gekauft, das Ganze stützt die Wirtschaft. Oder es gibt eine Verschlechterung, wie wir das mittlerweile in Teilen auch sehen. Und diese Verschlechterung führt dann auf der anderen Seite natürlich dazu, dass wir hier eine Abkühlung der Wirtschaft sehen können. Wir sehen Veränderungen im Arbeitsmarkt. Diese Veränderungen sehen wir jetzt mittlerweile in Teilen auch schon. Es ist zwar so, dass mehr Stellen geschaffen wurden, aber wenn man sich mal schaut, wie sich die Stellen intern verändern, da sieht man schon erste Bewegung hin, dass so ein bisschen gespart wird. Also hier das Thema der Verschlechterung kann sich hier leicht andeuten. Ja? Also das sind einfach mal Dinge, die kann man einfach so sehen. Wie das Ganze dann gedeutet wird, das liegt an jedem selbst. Was die Wirtschaft draus macht, das wissen wir heute nicht. Ja? Das ist immer so ein bisschen Lesen in der Glaskugel. Man sieht halt einfach nur den Status quo. Und aus dem Status quo kann sich dann halt entsprechend was in die eine oder andere Richtung entsprechend auch entwickeln. Das heißt, was sind denn die aktuellen Fakten, die wir hier aus diesen NFP-Daten herausziehen können? Wir sehen, also erstmal der NFP-Bericht war positiver als erwartet ausgefallen. Das heißt, es sind ein paar mehr Stellen geschaffen worden, als dass die Analysten hier erwartet hatten. So, das ist erstmal die erste Nachricht. So, und jetzt schauen wir mal etwas tiefer hinein. Wie sind denn die aktuellen Fakten? Es gibt ein paar positive Dinge, es gibt aber auch so Sachen, wo man sagt, okay, da muss man einfach mal schauen, wo das Ganze hier sich im Endeffekt auch hinbewegen kann. Das heißt hier, wir haben sozusagen die positiven Daten. Es wurden 53.000 neue Stellen im produzierenden Gewerbe geschaffen. Das ist sehr, sehr positiv. Davon 4.000 Stellen im Bergbau und 13.000 Stellen im Baugewerbe. Punkt. Das ist schön, das ist ganz normal, das ist völlig in Ordnung. Da freut man sich drüber. Als nächstes gab es 36.000 Stellen in der Industrie. So, davon 7.100 in der Metallherstellung. Da kann man sagen, okay, das hat vielleicht sogar was mit den Dingen zu tun, die der Herr Trump ins Leben gerufen hat, mit diesen Importzöllen auf diese Metalle Einfuhr von Industriemetallen, dass dort hier erste Dinge gewachsen sind. Was schön war, auch 12.000 neue Stellen im Bereich der Automobil. Das sind einfach Fakten, die hier geschaffen sind. Der nächste Punkt, es gab 50.000 neue Stellen im Zeitarbeitssektor. Das heißt hier das Thema Professional and Business Service. Ja, bei solchen Dingen sagt man immer, warum wächst so ein Sektor? Das kann verschiedene Auswirkungen haben. Hier an dieser Stelle nach so einem langgelaufenen Markt kann das halt beispielsweise auch sein, dass die Firmen so langsam, aber sicher sagen, okay, wir müssen hier so ein bisschen auf die Kostenbremse traden, weil es gibt das sogenannte Outsourcing, was hier betrieben wird. Und es kann unter Umständen halt sein, dass Firmen beginnen, Mitarbeiter zu entlassen und dann an anderer Stelle sozusagen im Zeitarbeitssektor finden diese Mitarbeiter neue Anstellungen. So, hier ist es so, da werden die Firmen flexibler. Das wirkt sich kurzfristig erstmal für die Firmen positiv aus. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass in diesem Bereich der Zeitarbeitssektor häufig weniger Geld bezahlt wird als in den guten Jobs, die Leute vorher hatten. Das heißt, diese Leute sind zwar nicht arbeitslos geworden, haben jetzt aber einen Job, wo sie weniger Geld in der Tasche haben. Und wenn sie weniger Geld in der Tasche haben, heißt das halt auch, es gibt weniger Geld zum Ausgeben. Das heißt, hier könnte sich, wenn sich diese Kaskade weiterentwickelt, mittelfristig die Lage so entwickeln, dass wir hier sozusagen bei den Bürgern im Portemonnaie weniger Geld entsprechend haben. Und wir haben jetzt halt hier so, die Löhne sind ja auch momentan in dem Bereich, wo sie, sagen wir mal, mit der Inflation auch nicht Schritt halten können. Das heißt, auch hier die Preissteigerungen, die hier kommen, wenn das Gehalt nicht weit genug steigt, sorgt alleine die Inflation für weniger Geld in den Taschen der Leute. Und wenn wir dann noch den Wechsel in Niedriglohnjobs haben,
dann könnte das hier eine erste Bremsspur geben, dass man sagt, okay, die Wirtschaft könnte hier unter Umständen leichte Abkühlung erfahren. Das wird man dann in den zukünftigen Berichten hier aus der NFP-Seite sehen, aber das sehen wir dann halt auch aus den Berichten, wo man die aktuelle Lage und die zukünftige Erwartung der Unternehmen auch prüft. Also diese Dinge kann man hier entsprechend mit beleuchten und auch mit im Hinterkopf haben. Was gibt es an weitere Fakten? Und das ist das Thema hier, was wir hier beleuchten. Es gibt mittlerweile starke Umschichtungen im Bereich vom Handel. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir im Einzelhandel, das sind die sogenannten Retail Trader, einen Stellenabbau von über 21.000 Stellen. Wir haben hier bei den Kaufhausketten eine Reduktion von 4.000 Stellen. Wir haben bei den kleineren Händlern eine Reduktion von 17.500 Stellen. Jetzt hier nicht wundern, was hier oben 21.000 Stellen steht in diesem gesamten Bericht. Wir gucken, danach haben wir noch mal kurz rein. Gab es in Summe diese 21.000 Stellen im Abbau? Es gab in manchen Stellen Aufbau, in manchen Stellen Abbau und aus diesem Grund ist halt diese Summe hier zusammengekommen und das weicht etwas von dem ab, was hier ist. Wichtig zu sehen ist halt, dass der Handel, ja, der stationäre Handel, der hat ziemlich stark abgebaut. Normalerweise baut dieser Sektor auf, auch wenn die Wirtschaft nicht ganz so gut läuft, ja, auch in den Phasen, wie wir es jetzt haben, in den Sommermonaten. Es ist immer ein Sektor gewesen, der eher Stellen aufgebaut hat, als abgebaut hat. Jetzt haben wir hier die Situation, dass selbst die kleineren Händler massiv Stellen abgebaut haben. Das ist halt das, was wir sehen. Und was wir dort im Gegenzug auch mitsehen, ist, gleichzeitig wächst der Sektor für den Gütertransport. Hier Alarmlampe an dieser Stelle. Was läuft hier gerade ab? Wir haben jetzt hier erste Anzeichen dafür, dass wir an dieser Stelle den Umschwung haben, so ein bisschen vom stationären zum Onlinehandel. Olaf, du gehst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich freue mich sehr, dass dir das Ganze hier gefallen hat. Wenn du magst, schau dir den Rest ruhig in der Aufzeichnung an. Hab ein schönes Wochenende. So, zurück entsprechend hier zum Onlinehandel. Also das heißt, wir sehen gleichzeitig wächst an dieser Stelle der Sektor für den Gütertransport. Also hier Transportation and Warehousing hat 15.000 Stellen geschaffen und das sind in der Regel Jobs, die auch niedriger bezahlt werden. Also das heißt, das ist das ähnliche Bild, was wir vorhin gerade beleuchtet haben, wo aus den festen Jobs sozusagen Zeitarbeitsjobs geschaffen werden. Hier ist so eine Umschichtung von den quasi klassischen Handelsjobs in den Sektor Warehousing und Transport, der niedriger bezahlt wird. Und wenn das Ganze sich auch fortsetzt, heißt es halt auch hier, man hat jetzt hier noch nicht diesen massiven Stellenabbau, aber man hat eine Umlagerung dieser Jobs und diese sind schlechter bezahlt. Bleibt also weniger Geld im Portemonnaie. Das sind an dieser Stelle mal die Dinge, die es hier definitiv zu beachten gibt. Und wir schauen jetzt hier einfach noch einmal in den Bereich auch rein, dass wir uns das mal in der Liste anschauen, also wen das Ganze hier entsprechend auch interessiert. Das ist mal diese Tabelle B1 und wir gehen das einfach mal von oben nach unten durch. Wir hatten hier sozusagen im produzierenden Gewerbe, hier drüben sehen wir es, 53.000 neue geschaffene Stellen. Das ist sehr, sehr, sehr positiv so. Und davon sehen wir hier im Minensektor, es gab 4.000 neue Jobs, das ist gut. Und es gab im Baugewerbe, das ist hier das Construction, gab es entsprechend hier einen Aufbau von 13.000 Stellen. Das ist auch sehr schön, weil das halt etwas ist, was im Land auch gebraucht wird, was im Land das Geld entsprechend auch mit lässt. So, das ist also hier das Ganze. Was wir hier auch positiv haben, ist, dass wir im produzierenden Gewerbe, hier sehen wir es auch, wir hatten es besprochen, einen Zuwachs von 36.000 Stellen haben. Das ist auch sehr, 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 sehr positiv. Auch hier bei den langfristigen Produkten in diesem Sektor gab es einen schönen, starken Stellenzuwachs sozusagen. So, und dann haben wir hier die Herstellung von Metallgütern den Motorrädern, den Motorparts, also das heißt der Automobilzulieferung. Da haben wir hier die 12.000 Jobs, die hier an dieser Stelle entsprechend auch geschaffen worden sind. Und hier sehen wir es bei der Herstellung von Metallprodukten gab es ebenfalls einen Zuwachs von 7.100 Stellen. Das kann man hier sehr, sehr schön daraus lesen. Und dann haben wir noch diesen Zeitarbeitssektor, den wir hier entsprechend haben. Der hat dann einen Zuwachs gehabt von 50.000 neuen Stellen. Ich muss das jetzt nur mal ganz kurz raussuchen. Kleinen Augenblick. Ich suche mal kurz hier mit der F-Taste. Ah, hier haben wir es. Professional Business and Services sehen wir hier, wurden 50.000 neue Stellen geschaffen. Und das ist sozusagen, das ist der Zeitarbeitssektor. Und das ist halt der Punkt, wo man sich fragt, warum wird der Zeitarbeitssektor
Zeitarbeitssektor so stark am Wachsen sein, wenn die Firmen das auch selbst einstellen könnten. Man versucht ja einfach Kosten zu sparen und wesentlich flexibler zu sein und sich vielleicht auf möglich schlechtere Zeiten jetzt schon einzustellen hier an dieser Stelle. Und dann, wenn wir hier mal noch reingucken in den Einzelhandel, den haben wir auch. Ich suche das nur mal ganz kurz raus. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich suche das mal kurz wieder in der Suche. Die Tabelle ist schon ziemlich lang. So, ja, hier haben wir es, den Retail Trade. Hier, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Schauen Sie mal, da gab es einen Stellenabbau von 21.600. Das ist halt, das ist schon ein bemerkenswerter Rückgang an Stellen. Und gleichzeitig hier unten sehen Sie beim Transport von Gütern, also das ist das Bereich auch Onlinehandel, diesen sehr, sehr starken Stellenaufbau. Das sind Dinge, die lesen wir hier raus. Und das ist halt immer interessant für diejenigen, die sich das Ganze mal etwas näher anschauen, aus fundamentalen Gründen, wie sich so eine Wirtschaft mittelfristig entwickeln kann. Und wenn dann zu diesen ersten negativen Kratzspuren noch schlechtere Wirtschaftsdaten kommen, vielleicht schlechtere Erwartungen in der einen oder anderen Branche, dann fügt sich so ein Bild zusammen. Und in dem Bereich, wo wir momentan sind, dass die Wirtschaft lange gut gelaufen sind und wir eine hohe Anzahl an Beschäftigten haben, das könnte dann ein erstes Anzeichen für eine leichte der Abkühlung der Wirtschaft sein, muss nicht, aber deswegen schauen wir uns das Ganze regelmäßig an. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern die Entwicklung ist hier entsprechend auch sehr wichtig. Und damit bin ich mit der Besprechung dieser Non-Farm Payrolls von letzte Woche Freitag auch fertig. Wenn Sie mögen, können wir das Ganze ruhig regelmäßig besprechen. Das wäre nett, da können Sie mir einfach mal einen Hinweis geben, gerne auch per E-Mail. Wer mich finden möchte hier bei Tickmill, findet mich auch auf der Website. Schauen Sie einfach mal drauf. Wer mich finden möchte, findet mich heutzutage. Tage in der Zeit ist das ja alles überhaupt kein Problem. Also das zu den Non-Farm Payrolls an dieser Stelle. Ich hoffe, es war ein interessantes Webinar an dieser Stelle auch für Sie.